Herzlich willkommen zum Experten-Talk beim erfolgreichen Contact Center. Heute zu Gast Tobias Axt von Beyond. Ja, von welchen Herausforderungen stehen denn Ihre Kunden so aktuell? Was bewegen Ihre Kunden? Ja, vielen Dank, Herr Grutzek, für die Möglichkeit heute, dass wir uns mal über solche Themen unterhalten. Also unsere Kunden aktuell, die haben vor allem durch die Corona-Krise bedingt natürlich die Herausforderung, wie schaffe ich trotzdem Produktivität in meinem Unternehmen aufrechtzuerhalten, obwohl ich meinen Mitarbeitern vielleicht die Möglichkeit geben muss, Kinder zu betreuen, aus dem Homeoffice zu arbeiten oder andere Situationen abzudecken, dass ich weiterhin erreichbar bin als Unternehmen, auch wenn vielleicht ein Teil der Belegschaft in Quarantäne muss oder was auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche Szenarien, die aktuell die Leute vorantreiben. Das Ganze läuft wunderbar unter diesem Deckmantel Digitalisierung vorantreiben in der deutschen Wirtschaft. Es läuft eigentlich auch schon lange im Hintergrund und viele arbeiten auch schon dran, aber jetzt hat man schon gemerkt, dass in diesem Jahr natürlich aufgrund der Besonderheiten das Ganze nochmal einen extremen Push erfahren hat. Und die Herausforderung hier ist natürlich, wie schaffe ich jetzt Lösungen für meine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die auch aus dem Homeoffice heraus funktionieren, die von unterwegs funktionieren oder auch vielleicht tief integrierter untereinander, besser miteinander vernetzt sind und arbeiten können. Ja, also ich habe in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Unternehmen erlebt, die habe ich dann telefonisch erreicht. Die Zentrale, die mir dann aber erzählt hat, ja, es tut ihr furchtbar leid, aber den Ansprechpartner kann sie quasi nicht erreichen, weil der irgendwie nicht weiterleitbar ist über die Telefonanlage und die Durchwahl darf sie nicht rausgeben. Und ja, dann war Ende Gelände. Dann haben wir versucht, über E-Mail irgendwie Kontakt aufzunehmen und wenn die Person dann halt ja nicht die E-Mails gelesen hat oder zeitnah reagiert hat, dann war die Kommunikation am Ende. Welche innovativen Ansätze gibt es denn, um diese, wir haben ja eine Kanalvielfalt auf der einen Seite, ja, wir kommunizieren ja über viele verschiedene Wege und sagen wir mal, wir Menschen werden ja auch immer ungeduldiger. Wenn ich Ihnen eine E-Mail schreibe und Sie antworten nicht innerhalb von 2 Stunden, dann würde ich Sie anrufen und wenn das nicht funktioniert, vielleicht mal gucken über Facebook Messenger oder was immer ich von Ihnen habe, Sie zu kontaktieren, um mein Problem gelöst zu bekommen. Und das geht ja vielen Leuten so. Wie bekommen wir das denn unter einen Hut? Das ist halt, es fangen Systeme an, sich miteinander in Harmonie zu begeben. Also ein gutes Beispiel hierfür ist eigentlich das Microsoft Teams oder die Microsoft-Produkte generell. Hier hat Microsoft eine Umgebung geschaffen, wo ich mit Kollegen zusammen bestimmte Themen parallel gleichzeitig bearbeiten kann, wo ich darüber telefonisch erreichbar sein kann, wo ich Dokumente teilen kann, über Standorte verteilt, sogar in Echtzeit gleichzeitig am Dokument arbeiten kann. Man kennt es von früher. Du, ich müsste gerade mal was anpassen in dem Dokument. Ja, ich gehe raus, ich speichere gerade noch eben kurz und das geht jetzt tatsächlich in Echtzeit. Und genau diese Cloud-Plattform, ich meine, Microsoft ist jetzt ein Beispiel, da gibt es natürlich auch andere Tools, mit denen man da arbeiten kann, Nextcloud zum Beispiel oder andere Systeme, die man auch selber hosten kann. Diese Cloud-Ansatzlösung, die braucht man einfach, um hier Flexibilität zu fahren. Die kann man natürlich teilweise selber noch hosten, muss man entsprechende Internetbandbreiten haben und auch am besten auch entsprechendes Knowledge in der Verwaltung und Administration, weil wir natürlich über Sicherheitsthemen hier dann auch reden. Datenschutz und so weiter ist ja nur ein kleiner Bruchteil des Ganzen. Und so kann man gucken, dass man mit den Systemen Verheiratungen stattfinden lässt. Und wir haben jetzt Okay. zum Beispiel mit Microsoft Teams im letzten Jahr wirklich eigentlich halt noch vor Corona etwas begonnen, was in diesem Jahr, na gut, ich bin halt eigentlich Vertriebler, vertriebstechnisch einen gigantischen Boost erfahren hat und sehr interessant für viele Kunden ist. Nutzen Sie die so eine Lösung selbst auch im eigenen Unternehmen? Ja, wir nutzen quasi zwei Lösungen. Also wir bieten ja zum einen eine eigene Cloud-Telefonanlage an. Das ist dann so der einfache Weg oder der Ja. Standardweg, mit dem man telefonieren kann und arbeiten kann. Und gleichzeitig haben wir auch Teams natürlich im Einsatz, parallel dazu, über die, dass wir dann auch arbeiten. Und Was da kann haben wir ich halt denn zum Beispiel. hier für Produktivitätszuwächse erwarten, wenn ich so eine Lösung einsetze? Also das. Ich meine, man kennt es, Sie hatten gerade das Beispiel genannt, Zentrale versucht jemanden zu erreichen und kriegt den gerade nicht und
Dann hat man hier wieder Prozesse, wo man wieder erstmal jemanden anschatten muss, E-Mails bearbeiten muss und so weiter. Durch diese Cloud-Lösungen selber kann ich den Mitarbeiter in die Situation versetzen, von überall aus zu arbeiten. Jederzeit seine Anrufweiterleitung aufs Handy zu setzen, wenn er gerade vielleicht mal nicht am Platz selber sitzt oder eine stabile Datenverbindung hat. Aber er kann für sich selber die Erreichbarkeit steuern. Das heißt, ich schaffe für ihn eine Umgebung, mit der ich zügig trotzdem erreichbar bin. Ich nicht nochmal zusätzlich die E-Mails gucken muss, sondern Telefonie ist eigentlich immer noch ein sehr angenehmes Kommunikationsmedium heutzutage, wenn man es so ausdrücken will. Und da helfe ich einfach den Mitarbeitern für sich selber seine Zeiteffizienz zu gestalten. Also man kann es nicht genau prozentual bemessen, weil letztendlich jeder ein bisschen anders tickt, aber der Mitarbeiter fühlt sich angenommener. Er kann zwar auch sein Privathandy benutzen, aber inkognito, ohne dass er seine Handynummer kommunizieren muss, zum Beispiel. Ja. Wie lange dauert denn so eine Einführungsphase? Wie lange muss ich mir das vorstellen? So im Schnitt Pi mal Daumen. Da wird's ja, dauert es 5 Tage, reden wir von 4 Wochen, 3 Monaten. Es kommt ein bisschen darauf an, wie stark das Unternehmen schon damit gearbeitet hat. Es gibt viele Unternehmen, die schon mit Teams angefangen haben zu arbeiten und dann im Hauptverfahren sozusagen die Telefonie darüber eingeführt haben. Das war eine Sache von, ja, also mit kompletten Einrichten und so weiter waren wir dann bei 5 Tagen. Ansonsten, wenn man das natürlich, wie man so schön sagt, out of scratch erstmal aufbauen muss, dann dauert es natürlich die Prozesse intern anzupassen, die Mitarbeiter erstmal abzuholen und so weiter. Das dauert natürlich dann länger. Und da redet man wahrscheinlich schon von 4 bis 8 Wochen, bis die Leute sich überhaupt erstmal daran gewöhnt haben, mit Teams zu arbeiten und miteinander darüber zu kommunizieren. Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist ja, Technikeinführung geht eigentlich immer relativ schnell, sofern mal die Prozesse klar sind. Aber diese Prozesse zu definieren, gemeinsam festzulegen und dann auch den kulturellen Wandel in die Köpfe der Mitarbeiter reinzubekommen, ihm jetzt auch diese Vorteile und diese andere Form der Arbeitsweise zu nutzen, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle dann. Das ist richtig Change Management. Definitiv, ja. Und da sind vor allen Dingen auch die ITler meistens gefordert und auch das Management oben drüber, so den positiven Effekt bei den Mitarbeitern platzieren zu können und dann auch dieses Change Management im Unternehmen voranzutreiben. Okay, perfekt. Ich sage Dankeschön für diese interessanten Einblicke. Das war der Kommunikationsexperte Tobias Axt. Er ist auch als Lösungspartner und Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kommunikation beim erfolgreichen Contact Center dabei und steht da gerne für individuelle Fragen Rede und Antwort. Lieben Dank. Vielen Dank für die Zeit.